Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind Iris und Bernd See und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier. Stimmt's? So sieht's aus. Heute sprechen wir schon schneller drin, als ich dachte. Heute sprechen wir über den Baum des Lebens da, hinter dir. Ja, und das im 122. POP. Ja. Gehen straight auf die 1000 zu. Boah, das klingt gerade furchtbar anstrengend, Bernd. Okay, das Zitat der Woche, hast du schon drauf gewartet, stimmt's? Ja. Das kommt heute von E.W. Canyon. Ist das der den Grand Canyon erfunden hat? Nein, das ist der Großvater der Glaubensbewegung. Das ist ein ganz toller Mann. Wenn du Bücher von ihm in die Hände kriegst, ja, lies. Absolut. Dieses hier kommt aus seinem Buch Die zwei Arten der Gerechtigkeit. Hör gut zu, ist ein bisschen länger. Gerechtigkeit bedeutet, die Fähigkeit zu besitzen, ohne Schuld und Minderwertigkeitsgefühle in der Gegenwart Gottes des Vaters zu stehen. Das Verlangen, das Sündenbewusstsein loszuwerden, hat alle großen Religionen der Welt geboren. Das ist gut. Mhm. Stell dir vor, du bist in der Schule, bist Schüler und du wirst ins Büro des Direktors gerufen. Und die Reaktion, die du daraufhin emotional hast, ist, du bist dir keiner Schuld bewusst, du gehst voller Freude, voller Erwartung von einem Lob, von einem freundlichen Wort oder einer erfreulichen Information dahin. So stelle ich mir das vor. Dass wir vor Gott sein können, freimütig, ohne Verdammnis, ohne irgendein Ballast in Jesus. Ich lese nochmal vor, wie er das formuliert hat. Gerechtigkeit bedeutet, die Fähigkeit zu besitzen, ohne Schuld und Minderwertigkeitsgefühle in der Gegenwart Gottes des Vaters zu stehen. Erinnert euch, letzte Woche haben wir über das unentdeckte Land gesprochen. Genau. Und gesagt, dass eines der maßgeblichen Dinge es ist, um da reinzukommen, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. Genau. Die haben uns gerade Iris die sind vernetzt, die Auslegung die zwei gegeben. Ja, ohne dass wir es wussten. Das ist richtig cool, das gerade nochmal definiert. Wir haben es geschrieben, unabhängig voneinander. Das Verlangen, das Sündenbewusstsein loszuwerden, war dann der zweite Satz, hat alle großen Religionen der Welt geboren. Und das Problem ist, wenn wir Christen so versuchen, gerecht zu werden, wie es alle anderen Religionen tun, nämlich durch eigene Werke, durch eigenes Wursteln. Und eine Metapher in der Bibel, ein Bild, was so ein bisschen mystisch rüberkommt, ist das Bild oder der Begriff Baum des Lebens. Den findest du, ja, ganz am Anfang in der Bibel, da wo der große Stress begann, da war dieser Baum im Garten, im Paradies, neben dem anderen Baum, der ja das Problem ausgelöst hat. Und du findest diesen Begriff Baum des Lebens durch die Bibel, zum Beispiel in den Sprüchen. Da gibt es Verheißungen für bestimmte Verhaltensweisen, dass die ein Baum des Lebens sind für Menschen. Und ganz am Ende der Bibel, hinten im letzten Kapitel, da ist er schon wieder oder immer noch, der Baum des Lebens. Eine total spannende Begrifflichkeit, die nach mehr Bibelstudium schreit. Ich habe es ein bisschen getan und dir das heute mitgebracht. Schau du doch mal nach, was du noch rausfindest und schreib es in den Kommentar. Ja. Okay, wir lesen 1. Mose 2, ganz vorne in deiner Bibel, Vers 9 und dann nochmal zwei Verse 16 und 17, ein bisschen weiter hinten. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Die zwei besonders bezeichneten Bäume im Paradies also. Und dann kam die Anweisung, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. War eigentlich nicht so schwer. Eine Fülle von Angeboten, ein riesen All-Inclusive-Buffet mit einer Menge toller Sachen, mit einer einzigen Ausnahme. Und wo zieht es uns hin? Zur verbotenen Frucht. Stell dir doch mal vor, du bist in einem Supermarkt, 1500 Quadratmeter groß, richtig groß, so Walmart-Größe in den USA. Und da steht ein Schild, du darfst dir nehmen, was du willst, außer die eine Dose Sardinen, ganz hinten im letzten Regal, die tast du nicht an. Und was machst du?
Genau, du gehst genau dahin und willst diese eine Dose und nicht die anderen 2 Millionen Sachen, die da stehen. Okay, die 2 Bäume. Lass uns die 2 Bäume ein bisschen betrachten. Gott hat dem Menschen eine Entscheidungsmöglichkeit gegeben und das tut er heute. Jeder kann machen mit seinem Leben, was er möchte. Wir können es versaubeuteln, wir können es erfolgreich machen, wir können gute Entscheidungen oder doofe Entscheidungen treffen. Mhm. Dieser Baum, von dem dann Eva und auch Adam sich entschlossen, doch zu essen, entgegen Gottes Verbot, weil sie am Ende der Schlange, dem Teufel, mehr geglaubt haben als Gott, weil sie Gottes Charakter, Gottes Liebe zu ihnen, ist eigentlich der Punkt, angezweifelt haben, der hat sie hineingebracht in Scham. Das Erste, was passiert ist, nachdem sie gegessen hatten, Erkenntnis hatten, sie waren sich bewusst, wir sind nackt und sie haben sich vor Gott versteckt. Sich vor Gott zu verstecken, ist ein ziemlich dummes Ding, weil Gott ist überall und Gott kann alles sehen und Kleidung oder Feigenblätter halten auch seinen Blick nicht auf. Vor ihm ist alles offen da. Sie waren in einer Scham, in einer Opferrolle, in einer Trennung von Gott plötzlich. Und der Baum des Lebens, der möchte uns davon wieder befreien. Er möchte uns in Freiheit führen und von falschem Denken über Gott und uns selbst befreien. Der Baum des Lebens ist viel mehr als nur diese Hintergrundgeschichte vom Sündenfall. Im ersten Buch Mose gestartet und die 2 Menschen haben sich entschieden und wir entscheiden uns auch, die wir heute leben, jeder Mensch, zwischen gehe ich zum Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, suche ich mein Glück, mein Erfolg, meine Identität außerhalb von Gottes Willen, außerhalb von seinen Wegen oder bei ihm. Der Baum des Lebens, der bietet uns Freiheit, Gnade, ewiges Leben, Fülle von Leben, schon hier, aber auch nach dem Tod. Mhm. Wir lernen Gott als einen gütigen und vergebenden Gott kennen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das Gesetz, das eigene Handeln, das Wegstreben von Gott, das führt zum Tod. Gott gab Adam durch seine Beziehung und durch seinen Auftrag auf der Erde Autorität. Adam hat diese Autorität verloren, hat sie dem Feind gegeben, der sie bis heute hat. Durch Täuschung und Rebellion zog die Schlange Tricky dieses Ding an sich. Jesus nannte den Teufel in Johannes 12, 31 den Herrscher dieser Welt. Es geht auch nicht darum, dass Gott uns dumm halten möchte und dass er uns von Wissen fernhalten möchte. Es geht darum, wieso möchte ich das haben und was ist eigentlich mein Ziel? Möchte ich Gottes Weisheit und Verständnis erwerben oder will ich mich selbst erhöhen, mich unabhängig machen von Gott und ja, wer sein ohne ihn? In 1. Korinther 8, Vers 1, zweite Hälfte dieses Verses heißt es, bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wir haben von Kenyon diesen zweiten Satz eben gehört, die großen Weltreligionen haben versucht, dieses Problem, dieses Minderwertigkeits- und Schuldgefühls vor Gott zu beheben. Hm. Und sie tun das durch Werke. Religion bedeutet, wir sind auf Werke fokussiert. Wir sind getäuscht, wir laufen in einem falschen Stolz, wir machen Versprechen, nehmen uns Dinge vor, die wir selbst nicht einhalten können. Wir ziehen unsere Identität, unser Selbstwertgefühl aus dem, was wir tun, was wir leisten können. Nein. Und wir sind nicht wirklich ehrlich vor Gott, weil wir meinen, ohne ihn durch Leistung zu beeindrucken, sind wir ja nicht wertvoll. Und statt uns auf unseren Retter, auf das Angebot Gottes, auf Jesus zu fokussieren, schauen wir auf unser Versagen und auf unsere Sünde. Warum ist Scham so tödlich? Weil sie uns dazu bringt, uns vor Gott zu verstecken, uns von ihm zu verbergen und nicht ihn die Lösung unseres Problems geben zu lassen. Im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 2, Vers 7, das ist das erste Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, steht ganz am Ende des Textes für Ephesus ein Versprechen von Jesus. Er sagt dort, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Plötzlich wird dieser Baum für uns zugänglich, den Gott ja versperrt hat, nachdem der Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, weil er nicht wollte, dass der Mensch ewig in diesem Zustand
Verbleib. Darum hat er ihn von diesem zweiten Baum getrennt und die Engel vor den Garten gestellt. Gott verspricht die Frucht des Baumes des Lebens. Cool, also wir können tatsächlich eines Tages davon essen. Genau. Und der zweite Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, Jesus ist der Baum des Lebens. Hm. Wenn man in der Bibel oder biblisch bezogen irgendwelche Fragen stellt, ist ja meistens die richtige Antwort Jesus. Wie im Kindergottesdienst. Und das ist auch hier so. Petrus schreibt das in 2. Petrus 1. Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Dadurch hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Nicht verkauft, nicht als Lohn für, sondern einfach geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil haben werdet, denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist. Gott hat uns in Jesus alles gegeben, was wir brauchen, zu einem erfolgreichen, gottgefälligen Leben. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, sagt Paulus im Brief an die Galater im 5. Kapitel. Das Geheimnis von Gottgefälligkeit ist, wir versagen, wir machen Fehler, auch als Christen, wir stolpern, fallen hin. Aber anstatt danach uns hinterm nächsten Gebüsch zu verstecken und uns furchtbar anzustrengen, irgendwas Tolles für Gott auf die Beine zu stellen, laufen wir einfach wie ein Kind zu ihm. Vertrauen uns ihm an und sagen, Herr, ich habe Mist gebaut, ich habe einen Fehler gemacht, da ist was schiefgegangen, kannst du mir helfen. Und er kann und will. Er kann und er will und er ist unfassbar großzügig. Und da führt auch mein letzter Gedanke hin zu diesem Thema heute, der Baum des Lebens. Gott ruft dich in kindliches Vertrauen hinein, anstatt in Unabhängigkeit von ihm. Jetzt habe ich einen langen Bibeltext aus dem Buch der Sprüche, der genau das beschreibt, was wie Gott sich das vorstellt. Er sagt, es gibt Weisheit, aber du findest sie nur bei mir und nicht in deinem eigenen Verstand. Und es ist größer, sich Gott ganz kindlich anzuvertrauen, als unabhängig von Gott selber zu wursteln und mit unserer begrenzten Fähigkeit und Weisheit durchs Leben zu stolpern. Seid ihr bereit? Sprüche 3, ab Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Such Gott in deinem Alltag, hab offene Augen für sein Reden und für seine Impulse. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Mit den Erstlingen all deines Ertrages, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Diese letzten beiden Verse waren eigentlich dein Matthäus 6,33 von letzter Woche. Gott zuerst. So ist es. Ja. Und dann gibt es volle Speicher. Das heißt für uns Konten oder was auch immer, wo du deinen Wohlstand siehst, ja, oder brauchst. Amen. Da kommt was Ernstes. Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen, seine Mahnung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Werd nicht pampig, wenn Gott dich korrigiert. Raste nicht aus, wenn du etwas in der Bibel liest, wo du merkst, ah, das will ich eigentlich gar nicht so, sondern sei dankbar dafür, dass du es erkennst. Willst du mich im Lesen ablösen? Ja, was genau? 13, glücklich der Mensch. Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Silber und wertvoller als Gold, ihr Gewinn. Kostbarer ist sie als Korallen und alle deine Kleinode kommen an Wert ihr nicht gleich. Länge des Lebens ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Länge des Lebens, Reichtum und Ehre. Eine gute Mischung, meine ich, für mich. Ja. Für dich auch? Dann nimm sie. Weisheit Absolut. Hat sie für dich. Absolut. Ihre Wege sind freundliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Und jetzt kommt's. Ein Baum des Lebens ist sie, die Weisheit.
für alle, die sie ergreifen und wer an ihr festhält, ist glücklich zu preisen. Ein Baum des Lebens ist die Weisheit. Jakobus ermutigt uns im ersten Kapitel seines Briefes, Gott den Vater um Weisheit zu bitten. Und er gibt sie uns gerne. Das heißt, wenn ich Weisheit, wenn ich Verständnis, wenn ich eine Problemlösung, eine Strategie, eine Idee, eine Information brauche, darf ich Gott darum bitten. Yes. Und ich habe jetzt schon Zugang zum Baum des Lebens, zu seiner Weisheit. Großartig. Aber nicht ohne ihn, sondern es kommt aus seiner Hand, es kommt aus meiner Beziehung zu Gott, aus deiner Beziehung zu Gott. Und dann das letzte Mal in der Bibel, wo ich den Baum des Lebens dann gefunden habe, ist im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, haben wir eben schon mal reingeschaut, im zweiten Kapitel. Jetzt im 22. Kapitel, die Verse 18 und 19. Magst du die noch lesen? Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Danke. Wir haben hier den Baum des Lebens auch als ein Synonym, als einen anderen Ausdruck für das ewige Leben, für die Ewigkeit im Himmel bei Gott. Und das wünscht sich Gott für uns, aber er warnt uns ganz am Ende, kurz bevor die Bibel wirklich aufhört, mit den letzten Sätzen, warnt er uns davor, von seinem Wort Dinge wegzunehmen, hinzuzufügen und ihn ernst zu nehmen, weil er möchte, dass wir in die heilige Stadt kommen. Er möchte, dass wir zum Baum des Lebens Zugang haben und bei ihm bleiben. Es gibt also festzuhalten am Ende, es gibt zwei Muster, nach denen du leben kannst. Erstens, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse oder der Baum des Lebens. Du kannst in allen Lebensumständen immer wieder entscheiden, wie du reagierst und welche Einstellung du pflegst. Du kannst so entscheiden, dass du sie gottgefällig mit Gott zusammen löst oder unabhängig von Gott dein eigenes Ding drehen und mit deiner eigenen Weisheit agieren. Durch die ganze Bibel hindurch vergleicht Gott die Frucht von gottgefälligen Entscheidungen mit der Frucht von Entscheidungen, die Gott nicht gefallen. Und das Schöne ist, du hast den besten Mann an deiner Seite. Also ich meine, ich habe den jetzt hier so in Fleisch und Blut, aber geistlich gesprochen, du hast die beste Person nicht nur an deiner Seite, sondern in dir, wenn du Kind Gottes bist, nämlich Gott, den Heiligen Geist. Die wundervolle, herrliche, einzigartige Person, dritte Person der Gottheit. Der Geist der Weisheit erlebt in dir. Paulus sagt am Brief an die Epheser, betet, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, also in der Erkenntnis Gottes. Und der ist dein Ratgeber, dein Freund, dein Leiter, dein Anführer. Und wenn du in deiner Beziehung zum Heiligen Geist wächst, dann werden viele Dinge ja, dich einfach erfüllen. Dann werden viele Dinge ganz leicht gehen. Deine Zeit mit Gott, deine Bibellese wird erfüllter. Er zeigt dir Dinge. Er fährt mit seinem unsichtbaren Finger durch die Zeilen und sagt, guck mal da, dieser Satz heute, der ist nur für dich. Verstehst du ihn? Darf ich was dazu sagen? Und dann betest du diesen Satz. Dann dankst du Gott für diesen Satz. Deine Lobpreiszeiten sind viel inniger mit dem Heiligen Geist. Dein Gebet hat mehr Kraft und dein Leben nach dem Baum des Lebensmusters ist real erfahrbarer und ganz wundervoll aufregend mit ihm. Ich fasse nochmal zusammen. Es gibt zwei Bäume, die besonders bezeichnet werden, vom Anfang der Bibel bis zum Ende. Es gibt zwei Lebensstile, zwei Arten, Gerechtigkeit zu suchen. Entweder selbst, wie die großen Weltreligionen, tu dies, dann wirst du angenommen, oder aber vertraue darauf, Jesus ist dieser Baum des Lebens. Von ihm bekommst du alles, was du brauchst für diese Zeit auf der Erde und für das Leben nach dem Tod. Er möchte es dir einfach schenken. Und das dritte, Gott ruft dich, vertrau mir wie ein Kind. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht empfangen. Werde wie ein Kind, lauf mit deinen Problemen zu ihm. Und wenn du was verbockt hast, lauf umso schneller zu ihm. Er wird dich nicht verdammen, er wird dir helfen, er wird dir vergeben und dir die Richtung wieder zeigen und dir auf den Weg helfen. Wie wenn du Fahrradfahren gelernt hast, du bist auf die Schnauze geflogen und vielleicht war das bei dir wie bei meinem Papa, der hat dann dir geholfen, das Fahrrad wieder aufzurichten,
5 Jahre war ich alt und dann hat er heimlich kurz hinten am Gepäckträger festgehalten, bis ich so das Gleichgewicht wieder hatte. Und irgendwann ging es längere Strecken gut. Und so ist Gott. Er ist ein guter Vater. Ja. Vertrau ihm und fühl dich nicht schuldig. Er hat alles getan, um diese Schuld von dir wegzunehmen, weil er dich liebt. Ja, und er warnte uns, ja, haben wir eben gelesen, Offenbarung zum Schluss, etwas wegzunehmen, etwas hinzuzutun zu dem Wort Gottes. Weil das Wort Gottes, das ist sowas wie so eine Wundermedizin, weißt du? Die ist genau so abgestimmt aufeinander, dass wenn sie genau so eingenommen wird, wie sie dargereicht wird, sie Wunder vollbringt. Buchstäblich, Menschen werden von neuem geboren, andere bekommen Heilung, bis zur Totenauferstehung geschehen diese Dinge bis in die heutige Zeit hinein. Aber überall dort, wo Teile weggenommen werden oder hinzugefügt werden, entstehen Sekten, entsteht Religion, entstehen seltsame Dinge und die Kraft weicht raus. Zumindest aus großen Teilen dabei. So, vielleicht bist du bisher so eingestellt gewesen, dass du sagst, okay, Christsein gleich Kirche. Und je nachdem, welche Kirche du kennst, ist das vielleicht nicht die beste Definition, weil du erwartest dann gar nichts von Christsein, weil du erwartest nichts von dieser Kirche, die du vielleicht kennst. Mir ging das früher so mit meiner Kirche, wo ich als Kind war. Aber ich sage dir, Gott ist mehr als Kirche. Gott ist genial. Und wenn du diesen Gott persönlich kennenlernen möchtest, ich spreche nicht von Religion, sondern von Beziehung, dann schließ doch jetzt mal deine Augen und sprech mir folgendes Gebet voller Vertrauen nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und die bringe ich dir jetzt. Und die bringe ich dir alle jetzt. Sünden meines Lebens. Alle Sünden meines Lebens. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich nehme jetzt deine Vergebung in Anspruch. Ich nehme jetzt deine Vergebung in Anspruch. Und ich entscheide mich. Und ich entscheide mich. Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Sei mein Herr. Amen. Amen. Das war's. Jetzt, wenn das dein Gebet war von ganzem Herzen, sagt die Bibel, du bist von neuem geboren worden. Du bist ein Kind, ein Sohn, eine Tochter Gottes geworden. Und jetzt fang an, mit diesem Gott zu leben. Sprich mit ihm wie mit deinem besten Freund. Lies jeden Tag in seinem Wort. Fang vor allem im Neuen Testament an. Lies das mal komplett durch. Jeden Tag ein paar Verse oder ein, zwei Kapitel, je nachdem, wie du dich fühlst. Aber lass keinen Tag vorbeigehen ohne. Und hör ihm zu, wenn du das Wort Gottes liest, ob er nicht dir das ein oder andere mitteilt dadurch, was passiert. Immer und immer wieder. Mhm. Mein Glückwunsch. Und schreib mir doch gerne, wenn das deine Entscheidung war, an pastor@cclm.de. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören und dir eine Kleinigkeit auch als Geschenk zukommen zu lassen für diese lebensverändernde Entscheidung. Mhm. Und jetzt noch an alle, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr unterstützt uns dabei im Verbreiten der guten Botschaft, gebt uns auch einen Daumen hoch, gebt uns ein Like, lasst gerne ein Abo da und schreibt auch in den Kommentar vielleicht, was ihr mit Gott erlebt habt, ja, und was euch vielleicht das Input heute gebracht hat. Das wäre klasse. Ja, die Sommerferien eilen mit großen Schritten auf uns zu und ein paar spannende Sachen liegen noch vor uns. Wir haben Taufe noch jetzt am Sonntag. Wir freuen uns riesig darauf, einen besonderen Gottesdienst. Gemeinde willkommen zu Hause ist unser Thema. Wir haben übermorgen das Kleingruppenleitertraining. Das ist für die internen Leute, für die CCLMler, wenn ihr eure Kleingruppe im zweiten Semester starten möchtet und das Training entweder auffrischen möchtet oder es noch nicht gemacht habt, dann seid unbedingt dabei und meldet euch an über gottesdienst@cclm.de. Ja. Und wir haben natürlich auch unseren zweiten Kanal, auf den wir immer gerne hinweisen. Das ist der Kanal für Paare. Solltest du das sein, Ehepaare oder auch nicht verheiratete Paare, seid herzlich willkommen, euch hier Tipps zu holen für eure Partnerschaft. Wir arbeiten ja mit unserem Buch, was es ja hier als Buch und Hörbuch gibt. Ich zeige es wieder mal hoch. Quality Time in der Ehe. Und ich glaube, wir haben ein paar ziemlich spannende Sachen, gerade im neuen Teil von letzten Montag. Da schaut doch mal rein. Teil Nummer 8, Duett oder Duell. Wie ist denn eure Beziehung? Schaut mal rein und nehmt euch hilfreiche Impulse mit. Talk for Two. Einfach im YouTube im Suchfenster eingeben, dann findest du uns im zweiten Kanal.
Und ruf doch mal an. War früher die Werbung, wo ich noch Kind war, von der Telekom. Stand früher auf diesen gelben Telefonzellen, die es ja inzwischen gar nicht mehr gibt. Stimmt. Ruf doch mal an, und zwar im Christuszentrum. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, haben wir jetzt sonntags eine Gebetshotline geschaltet. Und zwar von 12 Uhr bis 12.30 Uhr. Nein, immer wenn der Prediger seinen Aufruf macht, was gegen 11.30 Uhr und 11.35 Uhr ist. Okay, das wusste ich noch nicht, guck. Ich bin ja nie dabei, ich bin ja immer oben, wenn unten dann das Telefon klingelt. Ich sag das immer im Gottesdienst an und hab's im letzten Pop schon angesagt. Okay. Also, ihr hört mir doch zu, oder? Also, der Prediger kommt zum Ende seiner Predigt am Sonntag 11.30 Uhr, 11.35 Uhr und ab da, wo wir im Gottesdienst quasi anfangen zu beten, zu reagieren auf die Predigt, dann sind die Mitarbeiter bereit, ist das Team, ist jemand vom Team da und so bis 12 Uhr. Viertel nach 12 maximal, stehen die euch telefonisch zur Verfügung für Gebetsanliegen. Es ist nicht nur für Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, klar, besonders auch für die, aber wenn du Heilung brauchst, wenn du ein persönliches Problem hast, wenn du sagst, boah, ich bin jetzt hier online dabei und ich würde so gerne mit jemandem zusammen für eine bestimmte Sache beten und beten lassen, dann rufst du folgende Nummer an. 06431 944 2972. Once again. 06431 944 2972. So ist es. Ruf an. Und je mehr davon Gebrauch machen, desto mehr brauchen wir das vielleicht dann auch aus. Ja? Wenn wir merken, dass das Interesse da und ihr wollt gerne Gebet euch abholen. Wir nutzen die Corona-Chance. Wir machen was draus. Neue Dienstmöglichkeit, die wir hier gerade entdecken. Mhm. Ja. Und bei all dem, was ansonsten so los ist in deinem Leben, lass dir eine Sache nie aus deinen Augen. Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. Einen wunderschönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wir lieben euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.